Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Und wir stehen wieder in Sepameru, denn ich will heute nochmal den Dungeon angehen. Und ihr seht, wir haben einen neuen Begleiter dabei. Ich habe dieses Mal einen Batu tatsächlich mal daheim gelassen und habe Bertram mitgenommen. Denn Bertram hat echt gutes Leben und war noch keine Stufe aufgestiegen. Deswegen dachte ich mir, komm, ich setze ihm mal den Helm auf. Und dann kann er mal mit uns gehen. Und zudem habe ich, ihr seht es hier ein bisschen besser, als wenn wir so in der Sonne stehen, ich habe unsere Rüstung hier auch mal wieder rot gefärbt. Das gefällt mir einfach super gut mit diesem roten, rot-schwarz eigentlich oder rot-silber. Sieht mega geil aus. Deswegen habe ich die Geschichte hier nochmal gefärbt. So, er müsste uns eigentlich noch folgen. Nicht mehr folgen, doch, du sollst uns folgen. Komm her. Also, wir gehen den Dungeon jetzt nochmal an. Ihr habt ja den Hinweis gehabt, dass wir da nicht alles gesehen haben. So. Und dementsprechend laufen wir da jetzt gerade nochmal durch, weil der Loot war ja auch so schlecht gar nicht mit diesen Machtfragmenten, die wir da drin kriegen. Und diesmal habe ich auch an Licht gedacht, Leute. Ich habe dieses Mal die Fackeln dabei. Und davon habe ich auch zwei Stück dabei. So, da ist er wieder. Gut. Ihr habt auch gesagt, lasst es nicht liegen. Da sind nämlich teilweise Silberbarren drin. Und das werde ich jetzt tun. Oh, jetzt habe ich ihn mit der Fackel geschlagen. Was ist mit ihm? Alles klar. So, die Pfeile lassen wir dieses Mal hier. Wie gesagt, ich werde hier auch ein bisschen zügiger durchgehen jetzt. Zumindest an den Stellen, wo wir schon waren. So. Hier kommen jetzt diese Reliquienjäger, ne? Und ich würde sagen, hier können wir die Fackel ja noch einigermaßen auslassen. Hier geht es ja noch mit der Helligkeit. Aber später dann. Wie gesagt, ich habe hier zwei Fackeln dabei. Die läuft ab in 40 Minuten. Also da haben wir jetzt 80 Minuten im Prinzip mit zwei Fackeln. Da sollten wir das doch eigentlich hinkriegen. Gut, du nimmst den links, dann nehme ich den rechts. Oder die rechts. Sehr gut. Eisenbarren. Stahlbarren. Wer denn jetzt hier? Sehr gut. So, ich habe uns auch mal, ihr seht, Elixier, das nehmen wir mal mit. Ich habe uns auch mal diesen Obsidienkolben gegeben. Eisenbarren, Goldstaub, Stahlbarren, okay. So, ich würde sagen, wir nehmen trotzdem mal die Fackel, weil hier ist doch recht dunkel. Und ihr habt gesagt, ich habe da auch wieder einiges übersehen. Und ich war schon so stolz drauf, dass ich hier hinten die Kisten gesehen habe, Leute. Ich war da schon mega stolz drauf. So, Stahlbarren. Pass auf, die Schleimsuppe nehmen wir mal mit für Bertram. Bertram, sauguter Name. Oh, da hat's Goldbarren. Die nehmen wir natürlich auch mit. Kann ich eigentlich hier die Sachen da kaputt schlagen? Nee, kann ich nicht. Vom alten gezeichnete Schriftrolle. Ach so, ja genau, das war ja auch das, wo ihr den Hinweis gegeben habt. Ne? Das wird, die Geschichte wird quasi rückwärts erzählt. Kor hat versagt, wir dachten, wir müssten, was Dunkelheit ist, aber die Schatten, die wir kannten, waren nichts weiter als das Fehlen von Licht. Diese Dunkelheit ist aller Ende Hoffnung. Okay. Hatten wir ja alles schon mal gelesen, aber kann ja nicht schaden, nochmal zu lesen. Alles klar. So. Dann gucken wir jetzt hier mal. Die Kisten, habt ihr auch gesagt, ne, mit diesem Kari-Stahl. Da sollen wir auf jeden Fall gucken. Da hatten wir ja ein paar, hatten wir ja gefunden. Aber hier stehen auch zwei, die hatten wir beim letzten Mal nicht mitgenommen. Ich weiß zwar noch nicht, was wir mit dem Kari-Stahl machen können, aber ihr werdet es mir mit Sicherheit verraten. Bestimmt eine coole Rüstung oder so. So, hier liegt wieder was. Es hat uns aus der Stadt getrieben. Wir sind die letzten Überlebenden. Kor glaubt, er könne die Kreatur durch die Umkehrung des Rituals einfangen. Er müsse zurück zum Tempel, durch die verwüsteten Straßen der Stadt. Ich wünsche ihm alles Gute, werde selber aber hier draußen mein Glück versuchen. Etwa die Hälfte unserer Gruppe wird ihn begleiten, die anderen bleiben hier bei mir.
Wir beten zu Seth, dass er es schafft. Tja. Auf einmal sehe ich halt auch was, ne? Wenn ich mal ein ordentliches Licht dabei habe. So, Bertram. Nicht auf Bertram gehen. Mein Gott. Bei Seth, did you see that? Hatte der beim letzten Mal auch schon? Auch schon ein Ding. Ein Totenkopf. Herz eines Helden. Gehärtete Stahldolche. Legendäres Waffenset. Seide nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Können wir gebrauchen. So, was hat er dabei? Eisenbarren, Stahlbarren, Öl. Okay. Er war noch hier. Eisenbarren, Eisenstein, Glas, Kohle, Stahlbarren. Okay. Dann gucken wir uns hier jetzt nochmal um. Vielleicht liegt der hier auch wieder was. Hier sind zwei Kisten. Hatten wir die beim letzten Mal schon auch? Da gibt es Silber. Und da gibt es Gold. Sehr schön. Bertram, hast du gesehen? So. Aber Bertram schlägt sich auch ganz gut. Muss ich feststellen. Zeig mal, wie weit hast denn du jetzt eigentlich schon den Kolben wieder hoch? Oder den... Ja, sehr geil. Das Schild sollten sie lieber mal ein bisschen öfter benutzen, weil, muss ehrlich sagen, da fehlen mir leider die Fähigkeiten, um das zu reparieren. Ich hab's schon versucht, aber... Alter. Wir sind schon eine Wucht. Kannst du sagen, was du willst. Wir sind schon eine Wucht. Achso, die war schon gelegen, ne? Oh, Asche. Die nehmen wir mal mit. Komm. Komm, Bertra, wir müssen da rüber. Oh. So. Ab hier geht's jetzt richtig los. Bertram, wo bist du? Wo ist denn Bertram? Hm. Bertram ist weg. Boah, Alter, eben dachte ich, wir fliegen da runter. Manchmal ist es besser, die halt einfach zu markieren. Okay. So, hier können wir wieder hell machen. Sehr schön. Stahlbarren brauchen wir nichts. Und er hier. Da brauchen wir auch nichts. Da ist er, Bertram. Kommst ein bisschen spät, aber wenigstens bist du da. Das ist ja schon mal was. So, guck mal, wie hell jetzt hier ist, ne? Da sieht die Welt doch schon ganz anders aus. So, wie lang läuft denn das Ding noch? Hier läuft ab in 34 Minuten. Ja, sehr geil. Diese Fackel hier, die macht halt richtig geil hell. So, hier waren wir schon. Wir fangen auf der linken Seite an, würde ich sagen, um mal alles durchzugehen. Kann es sein, dass er hier auch ein bisschen länger, ein bisschen weiter angreifen kann? Oh, jetzt kommen sie aber alle. Junge! Das war doch ganz erfolgreich hier, würde ich sagen. Oh, Leuchtschleim. Den nehmen wir mit. Dann hat er hier Getreues aufgestiegen. Sehr geil. Okay, das nehmen wir mit. Was hat er noch? Was ist denn los hier?
My Seth, did you see that? Ja, es sagt auch mal wenigstens ein bisschen was anderes, ne? Das lassen wir hier, das brauchen wir nicht. Was hast du? Auch Stahlbarren, okay, brauchen wir auch nicht. Oh, was hat er denn da? Stygischer Speer. Ja gut, den brauchen wir jetzt nicht zwingend. Das Essen nehmen wir mal mit. Kletterstiefel, komm, wir packen sie mit ein, solange wir noch tragen können. Graulotus-Trank nehmen wir auch mit. Sehr schön. So, wir hatten gesagt, wir kamen von da, ne? Wir haben gesagt, wir gucken uns jetzt hier erstmal auf der linken Seite um. Dass wir hier alles systematisch einmal durchgehen. So. Kommen wir hier raus, dann geht's hier weiter. Ach da. Sag doch was, dass du kommst. Make yourself known. Ne? So, alles klar, da gibt's nichts mehr. Hier waren wir. Da ist auch nichts. Ja, daran, du stehst genauso gern im Weg wie unser Nbatu. Geh darüber. Danke. Gut. So, pass auf, jetzt machen wir hier erstmal Licht an. Gehen jetzt erstmal hier nach vorne. So, hier mal Licht anmachen. Überall da, wo wir jetzt waren, machen wir Licht an. Die Kisten hatten wir auch beim letzten Mal schon entdeckt, ne? Da sind Elfenbeinpfeile, die nehmen wir mal mit. Dann auch nochmal Elfenbeinpfeile, hier ist Gold. Stahlbarren. Alles klar, das lassen wir hier. Hier war nichts mehr, hier war noch was. Okay. So, dann hier hinten nochmal gucken. Sicher ist sicher. Ah, da hinten ist noch eine Kiste, guck mal. Geld. Sehr gut. Okay, haben wir alles. Dann gehen wir mal die rechte Seite noch durch. Ach, hier seid ihr. Guck mal. Hallo. Oh ja. Freunde der Sonne. Hallo, nimm mal so. Leute, ich hab nicht drauf geachtet. Boah, der macht ja richtig Schaden. Shit, ich hab da gar nicht drauf geachtet eben. Okay. Einmal gucken, wo wir respawnen im Dungeon. Och nee. Och nee. Shit, wir haben gar nichts mehr. Ah, ich glaube aber, die sind noch nicht respawned, oder? Boah, Leute, das ist uns auch schon lange nicht mehr passiert, dass wir gestorben sind, ne? Der Irre. Boah, Gott sei Dank waren wir noch nicht so arg weit, ey. So, ich hoffe bloß, Bertram kriegt das alles in den Griff.
Nee, die sind alle noch nicht respawned, Gott sei Dank. So, Frage. Wo waren wir? Hier sind wir durch, ne? Shit, ich sehe jetzt halt wieder gar nichts. Bertram? Da steht Bertram. Bertram, hast du überlebt, Gott sei Dank. Hier ist Johnny. So, wo ist Johnny? Hier. Alles plündern. So, Johnny. Junge. Ganz schön was geboten, ne? So, erstmal die Fackel wieder ausrüsten, das wieder ausrüsten. Sehr gut. So, und erstmal hochheilen jetzt. Junge. So, da ist das Machtfragment, was wir haben wollen. Was hat der hier? Helles Bier. Ah, das hatten wir schon mitgenommen das letzte Mal. Ne? So, pass auf, jetzt müssen wir ihn hier. Genau. Das nehmen wir mit und das Machtfragment nehmen wir mit. Stahlbarren brauchen wir nicht. Was liegt denn hier? Ach, das ist von uns ein Arm. Alright. Folgst du uns noch? Ja, müssen wir sagen, folg uns wieder. Sehr gut. So, warum treffe ich den da manchmal nicht? Das ist ja manchmal dubios. Leuchtschleim nehmen wir mit. Elixier der Aufnahme nehmen wir auch mal mit. So, dann ist hier die Kiste. Die hatten wir aber beim letzten Mal auch. Das hier, Eisentopf. Komm, nehmen wir mit. Ist Deko für zu Hause. Da ist auch noch eine Kiste. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Stahlbarren, Kohle, alles klar. Okay. Jetzt gehen wir aber hier lang nochmal zurück. Zack. Hier anmachen, dass wir hier waren. Wir gucken in alle Ecken. 100%ig vergesse ich je wieder die Hälfte, weil ich halt bei sowas auch so ein Orientierungswunder bin, ne? Das ist es halt auch. Ich kann bei sowas, die Orientierung ist gleich null, die ich da hab. So. Da ist noch eine Kiste. Hatten wir da nicht irgendwo auch? Also hier kannst du auch richtig fett Gold looten, ne? Wenn du das brauchst. Okay, okay, hier ist nichts mehr. Okay, da kamen wir runter. Alles klar, Leute. Dann haben wir das bis hierhin. Ersten Bossgegner gelegt. Hier ist die Kiste offen, da sind wir durch. Jetzt lasst uns gerade hier fix nochmal auf der Seite gucken. Ah. Was hat er dabei? Nix. Okay. So. Dann waren wir hier, genau. Lass mal hier schauen. Da geht's nicht weiter. Hier vielleicht mal rein. Da ist auch nichts. Hier ist eine Kiste. Wieder Gold. Boah. Junge, bleib entspann dich, Johnny, entspann dich. Der hat nichts von Interesse dabei. Der hat einiges von Interesse dabei. Atemtrank nehmen wir mit. Leuchtende Essenz nehmen wir mit. Wasserkugel brauchen wir nicht. Gott, der hat nur... Waren wir jetzt hier hinten schon? Ich kann mich bei sowas, ne? Bin ich echt eine Null, was Orientierung angeht.
So, scheint aber so, als wäre hier nichts. Hier waren wir auch. Alles klaro. So. In Ordnung. So, hier haben wir uns da... Haben wir jetzt hier schon so ordentlich umgeguckt? Weiß ich gar nicht. Machen wir es jetzt. Die Fackel ist schon geil. Oh, wie schön hell die macht, ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, Leute. In welche Richtung gehen wir denn jetzt? Oh, da ist so ein Tier. Okay, es, aber im Prinzip gibt es ja nur die eine Richtung, ne? Da geht's nicht hin. Hier geht's nicht weiter. Von da hinten kommen wir. Hier waren wir drin. Nee, wir haben jetzt alles. Also geht's jetzt hier drüben tatsächlich weiter. Hier, ne? Ja, komm her, du. Gut. So, pass mal auf, trink mal was. Und was essen können wir auch. Und dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal Nachgewicht. Sind die Aloe-Tränke so schwer? Nach Gewicht absteigend. Gut, das können wir schon mal hier lassen. Die wiegen wirklich nichts, ne? Am schwersten sind hier tatsächlich die Tränke. Auch die Barren sind gar nicht so schwer. Ja gut, dann lassen wir es mal bei dran. Dann. So, da hinten ist eine Kiste. Die hatten wir aber beim letzten Mal, ne? Die drei Kisten, die hier waren. Da haben wir eine Gaskugel, da haben wir ein paar Knochen, die nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier Graulotussamen. Hier. Ja komm, dann nehmen wir die mal mit. Eisenbarren. Ja gut, da ist jetzt nichts. Alles klar. So, dann ging es hier. Wartet mal, Leute, geht's. Hier drüben ist noch eine Kiste. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal auch noch nicht geguckt. Hier ist noch Geld drin. So, und da hinten ist noch eine Kiste. Guck mal. Auch noch Geld drin. So, ist da hinten noch was? Oh, ich glaube, da hinten ist auch noch was. Ja, da ist noch Stahl. Kari-Stahl gefunden. Sehr geil. So, und ansonsten geht es hier nicht weiter, ne? Wasserfall und so. Gut, also müssen wir da hoch. Set, identify yourself. Treffen sie hier nicht wirklich was? Blood of the serpent. Enemies at the gate. Ah, schnapp sie dir, komm. Dran. Das hast du fantastisch gemacht, mein Freund. So, zeig mal, wie sieht denn jetzt eigentlich unsere Waffen hier aus? Die sind wieder voll. Ja, hier müsstest du halt. Aber ich glaube, ihr habt da auch was geschrieben, dass das nicht geht, ne? So, also, hier geht kein Weg lang. Da können wir schon mal nicht hin. Der hat auch nichts Gescheites einstecken. Wo? Ach, da. Oh, ja. Freund der Sonne. Yeah!
Yeah, Bertram, Allah. Okay, also hier rechts geht zu diesem Schiefern-Vieh. Jetzt lassen wir mal Bertram machen, dass der schön aufsteigt hier. Halt in the name of Seth. But Seth, did you see that? Bertram, mein Freund, kannst auch was. Stufe 7 ist er jetzt schon, guck mal. Was ist mit ihm? Wo kam er denn jetzt her? Weiß man nicht, ne? Alles klar, so, also bis hierhin. Haben wir die Fackel jetzt hier angemacht? Noch nicht, machen wir jetzt. Zack. Dann wissen wir, hier waren wir schon. So, jetzt lass uns gleich hier mal rechts gehen. Nicht, dass wir hier irgendwo noch die einen separaten Weg oder sowas verpassen. Eisenbahn, Stahlbahn, Rundverbände. Brauchen wir nicht. So. Guck mal, da unten sind. Die kämpfen selbst gegen das Vieh. Da kommen sie. Blood of the serpent. Enemies at the gate. Enemy at the gate. Noch ein bisschen. Da haben wir ihn. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt wieder dieses. Ach, jetzt schließt. Diesen Trinkbeutel, ne? Passt. Okay. Den haben wir ja hier schon in Arbeit. Der hebt halt ewig, ne? Das ist halt voll geil. Okay, Leute. Also. Das haben wir auch. Das haben wir. Passt. Dann geht's, würde ich sagen, zur nächsten Folge hier genau an der Stelle weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir den Dungeon hier noch weiter kriegen. Also irgendwie muss es ja dann hier noch weitergehen, ne? Ihr habt's ja gesagt. Am Ende muss irgendwas beschworen werden. Ich bin sehr gespannt. Also liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen da. Kommentare sowieso. Ihr kennt das. Danke für euren Support und wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge Conan Exiles. Macht's gut. Ciao, ciao.